Hallöchen Freunde, tja, das kommende Jahr ist schon bald. Nein, das kommende Jahr ist nicht vorbei, das kommt ja noch, deswegen heißt es kommendes Jahr. Hallöchen Freunde, tja, das Jahr ist schon bald vorbei und auch Weihnachten steht kurz vor der Tür. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir die Zeit mal, um einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen und euch auch noch ein paar neue Infos zu geben, was jetzt bald auf diesem Kanal so alles ansteht. 2017 war eigentlich das Jahr, mit dem ich mehr oder weniger angefangen habe, YouTube zu machen. Wir haben viele Spiele gespielt, wir haben viele Eindrücke in verschiedene Spiele bekommen und ich meine wirklich viele. Auch andere Formate haben wir dieses Jahr realisieren können, zum Beispiel One Live oder die Game Shame Show, und es freut mich unheimlich, dass diese Formate so gut bei euch angekommen sind. Das Wichtigste allerdings ist, dass wir endlich die 100 Abonnenten geknackt haben und dafür möchte ich einfach nur mal Danke sagen. Danke für jede Unterstützung, für jedes Feedback, für jeden Like, den ihr mir da lasst. Es hilft mir wirklich viel und hilft mir auch zu sehen, ob die Sachen gut bei euch ankommen, wie es euch gefällt. Ich weiß, wir sind noch eine kleine Community, aber ich weiß, mit eurer gemeinsamen Unterstützung werden wir auf jeden Fall noch größer. Und genau da komme ich zu dem nächsten Punkt. Kommendes Jahr wird sich so einiges hier auf diesem Kanal ändern. Neben den klassischen Let's Plays möchte ich natürlich noch andere Videos gerne vielleicht mal ausprobieren und machen. Keine Sorge, die normalen Let's Plays werden ganz normal weiterhin bestehen. Aber in Zukunft werde ich auch mal andere Videos produzieren, die natürlich auch das Thema Gaming weiter beinhalten werden. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht mal einen Podcast mit anderen Leuten zusammen mache oder einfach mal ein Video mache, wo ich über bestimmte Themen rede. Da bin ich mir noch nicht sicher, da muss ich mir selber noch einen Kopf drüber machen. Aber es werden auf jeden Fall noch einige andere Videos nebenbei noch laufen. Also keine Sorge, alles wird mehr oder weniger beim Alten bleiben. Ich werde einfach nur nebenbei noch weitere Videos produzieren. So und soweit Stand der Dinge. Bei allen weiteren Infos oder Neuigkeiten werde ich euch natürlich dementsprechend auch informieren. So, ich gehe jetzt auch endlich mal in die wohlverdiente Winterpause und Moment. In diesem Sinne wünsche ich euch allen besinnliche und schöne Feiertage. Feiert schön und genießt die Zeit mit eurer Familie oder euren Freunden. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, meine Freunde.